Willkommen! Mit freundlicher Unterstützung vom Autohaus Gemmel in Nürnberg präsentieren wir euch die Autobahn-Vollstromfahrt mit dem Fiat 500e. Und einige Fragen sind noch aufgekommen nach der Hypermiling-Fahrt. Welche Akkugrößen gibt es denn, Andreas? Zum einen die kleine mit 23,8 Kilowattstunden mit einem Preis von 30.990 Euro und der hier gezeigte große Akku 42 Kilowattstunden mit der 3 plus 1, da geht jetzt hier die hintere Tür mit auf, mit den 17 Zoll Felgen, kostet 36.990 Euro. Jetzt hier in Schwarz gehalten und bevor ich es vergesse, es wird gut. Ja, ihr seid bereit, ich bin's auch. Wir sind angeschnallt und haben den Scheinwischer getestet und wir haben uns heute ein feines Wetter rausgesucht. Wir fahren auf die Autobahn A3, jetzt hier Richtung Nürnberg. Eine kleine Änderung auf der Münchner Autobahn ist Baustelle im Moment 6 Kilometer. Macht keinen Sinn, Vollstrom zu fahren. Deswegen die alte Strecke jetzt hier Richtung Lauf auf der A9 Richtung Berlin. Und da ist von der Geschwindigkeitsbegrenzung wesentlich besser. Da glaube ich 120 oder 130, also viel, viel besser für den Test heute. Vollstrom auf der Autobahn. Schlechte Bedingungen, Rollwiderstand hoch, sehr viel Wasser auf der Straße, auch auf der Karosserie sehr viel Wasser. Dadurch der Luftwiderstand auch miserabel, macht aber nichts. Wir testen trotzdem. Und wir gehen mal alle Daten durch. Wir haben natürlich vor Beginn alles zurückgesetzt. Wir sind mit 100% gestartet. Der Schätzwert ist aktuell bei 238 Kilometer. Wir haben eine Außentemperatur von milden 14 Grad. Der Gesamt-Odometer Kilometerstand 4331 Kilometer, Uhrzeit 6.12 Uhr, es geht jetzt gleich die Sonne auf, wird auch heller, der Verkehr jetzt hier Sonntag früh, ja doch eher weniger und gut zum Testen und wie gesagt, das Fahrzeug kann nur maximal 150 km/h sich bewegen. Ich habe jetzt hier die achtfache Geschwindigkeit gewählt, wir werden die ganze Fahrzeuge schön transparent für euch, ihr könnt mitfiebern und wie es gewohnt sein auf dem Kanal, fahren wir die Geschichte wieder komplett runter, wenn es geht. Ich hoffe, ich bleibe nicht stehen, wenn du nie passiert. Kann immer passieren und wenn ja, dann seid ihr definitiv dabei. Wir fahren im Normalmodus. Hier ist auch der Antrieb am stärksten. Die Rekuperation am geringsten. Das habe ich ja in der Hypermiling-Fahrt euch auch gesagt. Und jetzt hier die maximale Geschwindigkeit. Schön die Autobahn hier neu, jetzt auch mit Kunststoff. Und da tut man sich schon leichter zu fahren, gerade bei Starkregen. Verbrauch, schauen wir uns mal an, 24,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist natürlich schon heftig, weil wir müssen davon ausgehen, jetzt hier 150, ich gehe mal davon aus, dass das Fahrzeug noch schneller könnte, wahrscheinlich runtergeregelt, aber 150 für so einen kleinen italienischen Flitzer reicht es vollkommen aus. Und ihr seht, ihr könnt auf der Autobahn super mitschwimmen. Der hat eine tolle Ladeleistung, über 80 kW Ladeleistung. Also, ich habe ja auch Tausende mit dem Fahrzeug schon gemacht. Der ist langstreckentauglich und macht auch hier seine Sache bisher gut. Der Trip ist mittlerweile 40 Kilometer absolviert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit erfreulich, liegt bei über 120 und jetzt schaut euch das wieder an. Es prasselt nur noch runter und ich konnte teilweise gar nicht schneller fahren. Hier ist auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung da noch drin. Und das ist immer so, alle 5 Kilometer haben wir mal wieder Starkregen, dann war es mal wieder trocken. Und ja, das erhöht natürlich den Verbrauch enorm. Aber ich will schon über 120 km/h im Durchschnitt bleiben. Da versuche ich alles. Trotzdem Safety first natürlich und in den Kurven, wenn es nass ist, fahrt bitte langsam. Das ist jetzt hier mit Sommerreifen und wenn es richtig nass ist, nicht ungefährlich. Aber ich versuche das so kontrolliert wie möglich dann für euch hier zu zeigen. 67% ist die Akkukapazität mittlerweile nur noch. Und wir fahren das Ganze jetzt hier in der achtfachen Geschwindigkeit. Ist angenehmer wie bei Hypermiling. Das war doch sehr, sehr schnell. Da musste ich halt über 4 Stunden dann zusammenschneiden, 8 Minuten. Und jetzt hier die achtfache Geschwindigkeit, glaube ich, lässt sich schöner anschauen. Der Scheibenwischer muss sich permanent bewegen. Ich moderiere das jetzt durch. Wir haben hier auch Spuren. Ich fahre da immer leicht links. Das seht ihr, dass ich nicht in die Spuren reinkomme. Ansonsten ist es dann halt einfach leichter zu fahren. Jetzt hier mit 150 eine leichte Linkskurve. Wir fahren wieder Richtung Altdorf und werden dann an der Ladesäule oben kann man wunderbar wenden und fahren dann wieder zurück. Fahrzeit 31 Minuten, Uhrzeit 6.36 Uhr. Ganz rechts seht ihr dann auch immer die Poweranzeige. Wenn ich stark beschleunige, geht es im gelben Bereich oben der Balken. Wenn ich Charge, also Rückgewinnung habe, zum Beispiel wenn ich stark vom Strom wieder runtergehe, dann rekuperiert er wieder in den Akku zurück. Und Schätzwert jetzt nur noch 98, 97 Kilometer. Der verringert sich natürlich massiv durch die sehr hohe Geschwindigkeit, die wir jetzt hier fahren.
und der Verbrauch 24,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Habe ich natürlich schon schlechter gesehen, klar. Er ist Hypermiling, hat er richtig gut abgeschnitten, da kann er mit dem Ioniq mitschwimmen, aber auf der Autobahn sicher nicht, weil die Form einfach nicht das hergibt, wie jetzt beim Ioniq oder Model 3. Der heißt jetzt nur noch Model 3, früher Standard Range Plus, und da kann er nicht mithalten. Aber er macht seine Sache richtig gut, und bei den Wetterbedingungen bin ich da schon positiv überrascht. Er sagt mir jetzt auch, ich soll mal eine Pause einlegen. Das machen wir natürlich nicht, wir fahren jetzt durch. Hier hat man eine Baustelle, ich glaube, hier kommt ja eine Raststätte vielleicht oder irgendwas anderes. Ein Parkplatz, das wollen wir sehen, die machen jetzt hier schon ein halbes Jahr rum. Wir fahren wieder Richtung Nürnberg, 143 km/h. Spurhalteassistent funktioniert bei dem Wetter nicht mehr. Tempomat schon. Seht ihr, ich habe das jetzt oben rechts, grüne Emblem mit dem Fahrzeug, 150 eingestellt. Hält dann auch wunderbar den Abstand zum Vordermann, den habe ich jetzt hier auf 1 gewählt. Und wir sind mittlerweile knappe 100 Kilometer unterwegs. Durchschnittsgeschwindigkeit 126 und recht viel schneller geht es nicht mehr. Also das ist bei dem Wetter, wenn jetzt das Auto 170, 180 fahren würde, könnte man gar nicht fahren. Also bei den Wetterbedingungen ist es durchaus eine Herausforderung für mich gewesen. Ich bin noch nie Vollstrom bei dem Wetter gefahren, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Also wenn ich einen Termin habe, dann muss ich dahin und dann muss ich auch bei so einem Wetter fahren. Ich will natürlich, wenn ich zügig fahre, dann durchaus mal wissen, wie ist der Verbrauch. Und das schauen wir uns heute mal an. Ich denke, das ist für euch da draußen richtig interessant. So, Schätzwert unter 50 Kilometer nur noch. Hier wieder Richtung Lauf unterwegs. Da werden wir in Schneidach, fahren wir unter die Brücke durch und können dann schön wenden und fahren dann wieder zurück. Also das ist super. Hier ist dann auch wieder trockener bei Lauf. Wir fahren jetzt hier eine vorher raus, weil mir die Akkukapazität nicht reicht. Hier verfahre ich mich mal kurz. Da bin ich im Endeffekt, hätte ich oben einfach links fahren müssen. Ja, Mai, passiert. Ist aber nicht so schlimm. Obwohl ich ortskundig bin, habe ich mich trotzdem verfahren. Und jetzt geht's auf die Autobahn und wir fahren langsam zurück. 27% nur noch im Akku. 114 Kilometer bereits absolviert. Und ganz unten links, die Kaffeetasse ist auch am Start. Normalerweise bin ich immer gewohnt, dass die Schildkröte mich irgendwie auffordert. In dem Fall, Kaffee trinken während der Fahrt ist halt schwierig, habe ich ja jetzt auch nicht dabei. Habe ich schon vorhin getrunken bei der Hypermiling-Fahrt. Es sind ja 4 Stunden später. Das Wetter war ja Wahnsinn. Ich musste teilweise warten. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich war an der Ladesäule teilweise stundenlang gestanden, um da jetzt mal ein Zeitfenster auch zu bekommen, um das hier abzuschließen. Und ich denke, jetzt haben wir es ganz gut getroffen. Wir können hohe Geschwindigkeiten fahren und wir sehen dann auch mal, was das Fahrzeug jetzt hier nimmt. 126 Kilometer bereits. Und nur noch 16% im Akku. Es geht immer weiter runter. Ladezustand niedrig, schreibt er mir rechts jetzt schon hin. Früh um 7 Uhr, natürlich Sonntag früh, nicht viel Verkehr, wunderbar, kann man schön testen. Gefährdet man auch keinen. Gut, bei 150 ist das jetzt noch kein Problem. Ich bin da schon andere Geschwindigkeiten gefahren auf der Vollstromstrecke Richtung München. Da sind wir dann teilweise über 200 gefahren. Das ist natürlich heute mit dem Fahrzeug und auch bei den Regenbedingungen, wie ihr hier seht, nicht möglich. Ja, es geht rein 9%. Ich moderiere es jetzt mal runter 8%. Wir kommen gut rein, so viel kann ich schon sagen. Und wir bleiben nicht stehen, Gott sei Dank. Und wir fahren nach wie vor 150. Jetzt kommt die Schildkröte, da freue ich mich immer drauf. Ich sage mal Hallo Schildkröte. 3% nur noch und es geht rein. Biegen jetzt hier rein und oben noch rechts und dann sind wir an der Ladesäule. Gleich gibt es Daten. Der durchaus sonnenverwöhnte Fiat pflügte sie hier durch die Wassermassen und erreichte eine Reichweite von 144,9 Kilometer. Das Ganze mit 3% angekommen. Schildkröte war auch wieder hier dabei und er forderte mich sogar auf, mal zum Kaffee trinken zu fahren. Das Ganze bei 14 Grad. Das Fahrzeug hat bereits 4462 Kilometer absolviert. Wir sind angekommen Sonntag früh um 7:14 Uhr. So,
Der Durchschnittsverbrauch lag bei erfreulichen 23,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und die Durchschnittsgeschwindigkeit, schreibt er mir hier jetzt mit 125, da lagen wir leicht drüber. Fahrzeit 1 Stunde 9, das ist korrekt, am Anfang noch ein paar Sekunden abziehen, dann sind wir da bei 1 Stunde 9. Ja, und das Ganze jetzt hier in Normalmodus gefahren und sind dann recht gut reingekommen. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was die gesamten Werte sind im Verhältnis zu bisher 2 gefahrenen Fahrten. Wir schauen uns das mal an. Bitteschön. Vollstromautobahn Deutschland. Wir dürfen also schnell fahren. Fiat 500 Elektro. Die Strecke gibt es auch her. Wir schafften eine Reichweite von 144,9 Kilometer. Durchschnittlicher Verbrauch lag bei 23,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 126,05 km/h. Der Reifendruck, wie ihr es gewohnt seid, bei 3,0 bar. Die Wetterbedingungen habt ihr selber gesehen. Es war Regen. Fahrzeit 1 Stunde und 9 Minuten, Durchschnittstemperatur am Start 13 und am Ziel 15, somit durchschnittlich 14 Grad. Im Monat September, wir waren auf den Sommerreifen unterwegs und was auch immer spannend ist, Ladeleistung nach Fahrt heruntergeregelt, ja oder nein? Ein ganz klares Nein und wir hatten sogar einen Spitzenwert von 84,36 am Anfang. Das hat er wunderbar gehalten, also keine Probleme, dass er irgendwie runtergeregelt hat und angekommen mit 3%. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Die Wetterbedingungen waren nicht einfach und ihr seht jetzt mal, was das Fahrzeug für ein Potenzial hat, wenn das Wetter auch schlecht ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hilft euch ein bisschen im Alltag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Euer Andreas. Servus.